Hey und herzlich willkommen zu Part 16 von Let's Play die Sims 3 Lebensfreude. Wir sind heute mal wieder bei Zoe, Cosmo und, wie heißt du nochmal? Timmy Harris. Und ja, ich dachte, wir spielen heute mal wieder bei denen, weil viele sich das gewünscht hatten, dass wir mal wieder bei denen vorbeischauen. Ich soll ganz kurz mein Mikrofon leiser stellen, weil das ist irgendwie ziemlich laut. So, jetzt höre ich auch wieder besser. Ich wollte generell mal die Töne ein bisschen lauter machen, weil ich finde, dass ihr nur ziemlich wenig hört, oder? So, Umgebung. Nur so ein Ticken lauter, damit ihr ein bisschen mehr hört in den Let's Plays. So, Zoe hat hier schon die ganze Nacht Gitarre draußen gespielt, deswegen friert sie auch ein bisschen. Keine Ahnung, wieso sie das tut, aber naja. Und ich dachte mir, vielleicht könnten wir ihr ja auch noch ein Kind schenken, wenn wir schon mal hier bei denen zu Besuch sind. Weil so zwei Kinder passen schon zu ihr. Da müssen wir mal schauen, ob wir das hier zu einem Hochbettzimmer sozusagen machen. Aber als erstes wollte ich hier erstmal die alle ein bisschen umstylen, weil ja, Cosmo und Timmy sehen nicht so grandios aus. Naja, wir gucken mal. Ach, und mir fällt gerade ein, ich habe gerade entdeckt, dass ich eben 6000 Abonnenten erreicht habe. Und dafür wollte ich mich auf jeden Fall mega bedanken. Ich habe das irgendwie gar nicht so mitbekommen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich jetzt mir so eine Woche oder so eine Auszeit genommen und einfach mal gar nichts gemacht. Und dann gucke ich eben und auf einmal steht da 6000. Und wir haben doch erst vor einem Monat oder so 5000 erreicht. Und ich habe mich mega gefreut. Also vielen, 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 vielen Dank dafür. Ihr wisst ja, wie sehr mir mein Let's Play-Kanal am Herzen liegt. Und das ist einfach voll cool. Jetzt sind wir schon 6000 und vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. Und hier mehr sage ich einfach gar nicht, weil ich kann gar nicht genug Danke sagen. Okay. Jetzt reicht's mit dem Geschleime und weiter wird gespielt. Ich weiß nicht, was ist das, seine Alltagskleidung? Ich dachte, er hat diesen Anzug an. Orgla. Ja, doch, den finde ich aber super. Den soll er anbehalten. Nur der Rest sah irgendwie nicht so Bombe aus. Zeig dich. Oh, ich habe irgendwie schon wieder voll Kopfschmerzen. Ich habe heute schon richtig viel gemacht. Ich war erst nach Jahrtausendmal wieder im Fitnessstudio. Das war sehr schön. Hat voll Bock gemacht. Und danach habe ich schnell geduscht und dann sind wir nach Köln gefahren, Malte und ich. Und jetzt sind wir gerade wiedergekommen und jetzt nehme ich auf. Also verzeiht es mir, falls ich ein bisschen verballert bin. Okay, der Schlafanzug, den können wir ändern, weil das ist, ich glaube, nicht das, was Zoe so antört. Aber eigentlich ist es ja genau das, was Cosmo ausmacht, ne? Dass er so ein bisschen merkwürdig ist. Eigentlich wäre sowas doch witzig. Das passt zu Cosmo. Ja, ja, das passt. Okay, Sportkleidung. Show me your Sportkleidung, please. Please. Hooligan. Ja, okay, das kannst du eigentlich tragen, außer die Hose. Die ändern wir jetzt einfach mal in eine schwarze. Ja, ja, das kann man so machen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt sportbegeistert ist. Das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Das sieht doch super aus. So, und die Outdoor-Kleidung. Okay, jetzt wird die Musik gerade schon wieder sehr laut. Jacke ist gar nicht so schlecht. Hose ist grauenvoll. Ja, dann trägt er es so. Cosmo mag es ja einfach bunt, ne? Deswegen behält er jetzt einfach mal die roten Schuhe. Das ist doch alles super. Und übrigens, viele warten bestimmt schon drauf. Ich wollte jetzt bald wieder das einfach tierisch Let's Play wieder beginnen sozusagen. Also ich will noch ein neues Haus bauen, also eine neue Ranch, weil als Malte und ich in Holland waren, habe ich mir einige Inspirationen geholt, weil es gab da so viele coole Bauernhöfe und so. Und ich denke mal, da werde ich dann noch einen neuen bauen, auch wenn viele denen, die wir jetzt gerade hatten, mega cool fanden, aber ihr kennt mich ja mittlerweile alle und ich brauche einfach dauernd Veränderungen. Also ich denke mal, da werde ich noch einen neuen Hof bauen, aber ich weiß noch nicht genau. Aber erstmal spielen wir jetzt hier und ich höre jetzt mal auf zu quatschen. So, wir haben Geschenke im Briefkasten. Warum läuft der Fernseher? Timmy, du musst doch bestimmt noch irgendwie... Er möchte Zoe als beste Freundin gewinnen, süß. Du musst doch bestimmt irgendwie Hausaufgaben machen, oder? Okay, er hat keine Hausaufgaben. Warum hat er keine Hausaufgaben? Liegen die hier irgendwo? Oh, hört ihr die Möwen? Das ist so schön. Warum ist es eigentlich noch so dunkel? Kann es jetzt mal heller werden? Und, findest du das schön? Bejubel sie doch mal. Okay, dann jubelt er halt nicht. Dann beschäftige dich mal ein bisschen mit deinem Vater. Sei ein bisschen lustig mit ihm.
schneidet mal eine Grimasse. Ich kann es ja irgendwie nicht glauben, dass es der Vater ist, ne? Cosmo ist real. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sind die eigentlich verlobt? Nein. Dann wird das ja auch höchste Zeit, ne? Dass die sich mal verloben. Ich meine, wir wollen unseren Stammbaum mal doch weiterführen, oder? Schaut euch das an. Oh mein Gott. Guckt es euch an. Das ist so großartig. Und es werden immer mehr. Hier kommt noch einer dazu, denke ich mal. In der Zeit, wo wir jetzt hier spielen, denke ich mal, wird hier noch ein zweiter. Nee, das Baby wird noch nicht geboren werden. Nein, 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 dafür werde ich sorgen. Aber Elissa wird auf jeden Fall jetzt wieder schwanger sein. Und ich finde, Ivy könnte eigentlich auch noch ein Kind gebrauchen, oder? Wir können auch mal mit Ivy spielen, wenn ihr wollt. Wir können ja heute den Part mal ein bisschen rumswitchen und einfach alle schwanger machen. Dann sind alle gleichzeitig schwanger. Oh, ein Schneetag! Cosmo? Cosmo, du kannst nicht singen. Ach, er ist eine Diva, deswegen macht er das. Okay. Dann, wenn wir heute einen Schneetag haben, dann können wir ja auch nochmal eine Runde zu unserer Familie vorbei jetten. Das fände ich doch eigentlich ganz cool. Gut, dann zieht euch mal alle was an, bitte. Cosmo, zieh dir mal was Richtiges an. In Spielzeugform verwandeln. Oh mein Gott, das geht immer noch? Mach mal. Hä, hey, wie witzig! Aber möchte ich nicht. Mach sein Sim. Sei ein Sim. Du sollst ein Outfit wechseln zu Alltag. Elias, ist das dein Alltagsoutfit? Nein? So. Und du ziehst dir bitte auch dein Alltagsoutfit an. Oder auch dein Schneeoutfit. Werden die wahrscheinlich eh alle gleich anziehen. Aber erstmal hört sie jetzt hier kurz auf zu spielen. So. Elias, ist hier nicht frisch? Nein? Okay. Lassen wir es einfach mal so. Okay, und jetzt begeben wir uns zur Familie Harris. Ich hoffe, es ist jemand zu Hause. Yay. Cosmo und Timmy. Und los. Ist voll ungewohnt, hier in Evansdale County Winter zu haben, weil normalerweise spiele ich hier immer ohne Winter. Aber eigentlich ist es echt schön. Aber wir haben 8 Uhr und es ist immer noch total dunkel. Das verstehe ich nicht ganz. Und wir müssen Zoe auch noch ihren Job besorgen, weil sie ist nämlich immer noch arbeitslos. Super. Was hat sie denn nochmal alles für Fähigkeiten? Sie ist doch voll die Intelligenzbestie. Ja, Logik ist sehr hoch, ne? Was macht man nochmal mit Logik? Ich glaube, Medizin? I don't know. Erstmal düsen wir jetzt hier zur Family. Hello, was geht ab in der Club? Oh, wenn die jetzt doch ausgeflogen sind, dann weine ich. Das ist nämlich immer der gleiche Scheiß. Sorry, da ist die Tür. Geh klingeln, bitte. Geh klingeln. Oh, wundervoll. Evansdale County bei Schnee. So. Hallo Baloo! Alter Mann, er lebt auch noch. Timmy, komm, begrüß mal hier Baloo. Gib ihm mal ein Leckerchen. Onkel Clemens freut sich über die schönen Nachrichten. Aha. Nein, nein, nein. Oh, hallo. Ist sie, warum ist Hayley denn immer noch kein Senior eigentlich? Das verstehe ich nicht. Okay, er muss jetzt auch unbedingt gleich, dann gib ihm, nee, nicht spielen. Gib ihm mal noch, rede mal mit ihm. Wow, Hayley. Wow. Wow, wow, wow. Genau, hier, redet mal miteinander. Ich meine, ihr habt euch auch lange nicht mehr gesehen, ne? Umarmt euch doch mal. Könnt ihr euch nicht umarmen? Nein? Nein? Dann mach ein Kompliment übers Haus. Wow, Mom, dein Haus ist wirklich grauend. Ich sag schon grauenvoll. Großartig. Dann tratsch doch mal ein bisschen. Timmy, ich finde, es ist ein bisschen zu kalt für eine, für so eine Box. Wo ist denn der Rest der Partie hier? Wo sind die denn alle? Es ist doch Schneetag. Ich meine, okay, Alan muss trotzdem arbeiten, aber was ist mit Jack und... wie heißt der andere nochmal? Sorry. Jack und Jason, genau. Wo ist der? Wo ist Jason? Ich verstehe es nicht. Okay, Timmy, geh mal zu deiner Oma und geh die mal begrüßen. Ich möchte, dass du sie kennenlernst, weil du kennst sie nämlich noch gar nicht. Also, ja, er hat sie noch nie kennengelernt. Ich meine, er hat zu irgendwie niemandem Kontakt. Nicht zu seiner Mutter, nicht zu seinem Vater. Aber hey, das macht nichts, weil das ist in Ordnung. Hey. Ich bin dein Enkel. Großmutter. Da steht tatsächlich Großmutter. Das ist so verrückt. Plauder mit ihr und mach ihr auch ein Kompliment über das Haus. Und tratsch mit ihr. Und keine Ahnung, erzähl von Comicheften.
Und sei noch ein bisschen lustig mit ihr. Oh. 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 Oh, Babys. Ihr geht aber ran. Ihr geht aber ran. Wollen wir doch gleich mal ein Foto von machen. Ich meine, diese Liebe muss man unterstützen. Zoe hat endlich ihr Glück gefunden. Okay, komm. Okay, Hayley flirtet hier gerade Cosmo an, wie immer. Naja, wir werden nichts dran ändern können. Timmy, rede ruhig weiter mit deiner Großmutter. Cosmo benimmt sich schlecht. Bist du blöd? Er kocht für dich. Hallo? Hör auf. Er kocht für dich. Die Fahrgemeinschaft... Oh, Cosmo muss gleich arbeiten. Das habe ich vergessen. Okay, Cosmo... Oh, er hat voll das gute Verhältnis zu seinem Auto. Genau, unterhalt du dich mal mit ihr. Das ist doch schön. Und er möchte auf einem Teich Schlittschuh laufen mit Cosmo. Mhm. Und Festtagsbeleuchtung aufhängen. Wann ist überhaupt hier? Schneeflockentag. In 2 Tagen, da werden wir eine riesengroße Party schmeißen. Eine Geschenkeparty. Aber ich weiß nicht wo. Am besten hier, oder? Am besten spielen wir dann einen Tag hier mit Hayley und laden alle hier ein, weil hier können wir perfekt Weihnachten feiern. Theoretisch... Oh nee, hier kann ich ja jetzt gerade nicht dekorieren. Aber wir dekorieren gleich auch noch das Haus von den beiden. Also von Cosmo und Zoe. Zoe zockt jetzt hier gerade, glaube ich, oben. Obwohl sie hat jetzt gerade aufgehört, weil sie Hunger hatte. Wo ist denn Baloo jetzt eigentlich hin? Ach, er schwimmt im Pool. Oh, wie süß. Ich frage mich, wie lange er noch lebt. Das ist eigentlich voll cool hier, ne? Guck mal, hier ist nur noch so ein Spielplatz und so. Da kann Timmy eigentlich auch mal spielen gehen. Aber er soll ja auch ein bisschen mit seiner Oma hier noch kommunizieren und sie kennenlernen. Spiel mal... Ne, Fangspiel hab ich gerade keinen Bock drauf. Nee, hör auf. Können wir nicht mal hier die... Cosmo verlässt die Gruppe. Was? Oh, doch. Gearbeiten, sorry. Ja. Gearbeiten. Ja, okay. Weil er hat nämlich noch gar keinen Fortschritt in der Arbeit. Es ist so, als wenn er noch die Arbeiten gegangen wäre. Deswegen muss er jetzt auf jeden Fall arbeiten gehen, während wir hier spielen, damit er dann mal ein bisschen Fortschritt hat. So, können wir sie jetzt hier schon umarmen? Ich möchte sie gerne mal umarmen. Ich meine, das ist deine Oma. Mama Shaka. Und... wir könnten auch eine Schneeballschlacht machen, ne? Aber ich glaube, dafür haben wir mal wieder nicht genug Platz hier. Dann spiel einfach Fang mit deiner Oma. Irgendwann müssen die jetzt hier auch alle mal kommen, oder? Ist Jack eigentlich schon erwachsen? Jack ist doch der Ältere, ne? Ja, Jack müsste... erwachsen sein. Du hast die, wo hängen die Wölfe ab, Errungenschaft freigestellt und ein Abzeichen verdient. Warum? Wo hängen die Wölfe ab? Was? Okay, ich glaube, also, was ich gerade gucken wollte, ja, Jack ist erwachsen. Aber was er gerade tut, weiß ich dann auch wiederum nicht. Naja. Okay, ihr spielt schön Fang hier. Wo ist Hayley? Ach, da. Oh, Baloo ist immer noch da im Pool. Ja, Baloo, kommst du auch wieder raus oder steckst du fest? Da drüben ist ein Pool mit Springbrunnen. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ja, wenn jetzt hier keiner ist, dann gehen wir zu Ivy und Alfonso und Elias. Würde ich mal vorschlagen. Wenn ihr jetzt hier nichts tut. Okay, Elias, ach... Timmy kann ja mal bei seiner Oma bleiben und wir schauen einfach mal vorbei. Hier, Ivy ist sogar zu Hause. Dann gehen wir doch mal zu Ivy nach Hause. Ich glaube, wir haben uns ja wieder mit ihr vertragen, genau. Ich meine, so ein kleiner Schwesternstreit, das kann schon mal passieren. Und dann gucken wir mal, ob jetzt gleich hier auch mal jemand nach Hause kommt, weil irgendwie sind die alle ausgeflogen und ich habe keinen Plan, wo die alle sind. Was soll das? Sind die alle im Park oder so? Warte mal, ich schaue mal ganz kurz im Park vorbei. Ob die im Park sind, kann ja auch sein. So, lassen wir es mal kurz laden. Evan Nielsen. Wer ist da? Rashid Meridian. Ja, seht ihr? Hier ist auch niemand. Wo sind die alle? Hello! Das Witzige ist ja, ich habe gerade schon wieder, also als ich hier auf die umgeschaltet habe, also als ich den aktiven Haushalt gewechselt habe, waren Zoe und Cosmo wieder beide betrunken. Und Ivy hat immer noch ihr Hochzeitskleid an. Natürlich! Natürlich. Okay, wir werden uns jetzt mal ein bisschen mit ihr unterhalten. Was geht? Sag ihr Kompliment übers Haus. Hä?
Warum? Was? Hey, bleib hier! Okay, Elias kommt wenigstens nach Hause, dann können wir mit ihm sprechen. Als was arbeitet sie denn nochmal? Oh, in der Musikkarriere. Okay. Mich hat was gestochen am Bein. Es juckt. Dann unterhalte ich hier mal ein bisschen mit deinem Neffen. Den kennst du auch noch nicht wirklich, oder? Eigentlich gar nicht. So gut wie gar nicht. Okay, du kennst ihn immer besser als deinen Sohn, also. Alles cool. Susu. Komm, Elias, du kriegst jetzt auch mal ein Makeover. Ich meine, was ist das? Was soll das? Warum trägst du solche Klamotten? Dem. Was hat er hier? Sieht aus, als hätte er Rotze aus der Nase laufen. Was soll das? Nina, schrei nicht so ins Mikrofon. Das übersteuert. Okay? Okay. Ich habe übrigens auf meinem anderen Kanal auch noch ein Video hochgeladen. Das haben... Also auf Ninas Live habe ich einen Bücherhaul hochgeladen, wo ich euch zeige, was ich so für Bücher gekauft habe. Sieht direkt viel fancier aus. Vielleicht sowas? Aber sieht da so lieb aus, ne? Wie wäre es mit so einer Frisur? Ich meine, eigentlich ist es Zoes Sohn, ne? Theoretisch könnte er auch einfach mal blaue Haare haben oder so. Wollen wir es mal machen? Ich guck mal, wie es aussieht. Ich weiß nicht, vielleicht in so... So ein bisschen heller? Warte mal. Wäre eigentlich nicht schlecht, oder? Sieht auch irgendwie kacke aus. Ja, ich weiß nicht, vielleicht in einer anderen Frisur. Aber die Augenbrauen passen nicht dazu. Da müssen wir die dunkel machen. Und wenn wir die ein bisschen dünner noch machen? Finde ich cool. Kann man machen? Machen wir. Es gefällt wieder einigen wahrscheinlich nicht, aber ich mag das einfach, wenn die Sims mal ein bisschen anders aussehen, ein bisschen außergewöhnlich und deswegen machen wir das jetzt einfach so. Ich habe die ganze Zeit meinen Mund nicht vor dem Popschutz, weil der zu tief hängt. Ups. Also falls ich hier ein bisschen zu viel gepuppt habe, dann tut mir jetzt das leid. Okay, wir brauchen irgendwas Cooles. Ich meine, er ist ein Gangster. Ist ein wahrer Gangster. Vielleicht sowas? Nicht genau ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Das. Aber in einer anderen Farbe. Und dann läuft das Ding. Vielleicht in Grau. Ja. Und die Accessoires können so blau sein. Oh, die Musik wird laut. Gerettet. Okay, nee, so dunkelblau. Ja, so. Super. Wundervoll. Ja, das sieht ganz toll aus. Jetzt braucht er aber noch eine andere Hose. So eine. Ja, aber vielleicht machen wir die dann schwarz. Ein schwarz. Ah, ist zu dunkel. Nicht ganz so schwarz. Bisschen hellschwarz. Okay, das ist cool. Elias bekommt einen ganz komplett neuen Style. Er sieht jetzt richtig fancy aus, aber er braucht so ein paar coole Schuhe dazu. So ein bisschen was. Sowas hier. Spaß. Beruhigt euch, Leute. Spaß. Okay, dann kriegt er hier so Adidas Superstars in... ja, die können ruhig grün bleiben. Abendkleidung. Oh, ist mir eigentlich wurscht, wie du wohl in der Abendkleidung aus... Ja, super. Das passt doch zu dir. Oh mein Gott. Nein. Ganz klar nein. Dann kriegt er hier einfach so eine lange Hose. Und das T-Shirt ziehen wir aber aus. Ist er nackelig. So. Super. Und dann vielleicht noch seine Outdoor-Kleidung. Die interessiert mich auch noch, was er Outdoor so trägt. Wie er sich so blicken lässt. Zum Glück habe ich da nochmal nachgeschaut. Sowas hier? Mhm, ja. Sehr gut. Und dann vielleicht... eine Custom-Content-Hose. Und jetzt brauchen wir noch coole Schuhe. So Winterboots? Ja, super. Fantastico, Nina. Fantastico. Annehmen, bitte. Okay, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich habe schon wieder zu viel geredet. Okay. So.
Zoe, jetzt kannst du dich hier weiter mit ihm unterhalten. Erzähl mal ein witziges, ein lustiges Video kannst du ihm zeigen und ein ekliges Video und vielleicht machst du dann ja auch mal was richtig, weil sonst bist du ja eher nicht so witzig, ne? Okay, Zoe braucht ein höhere mehr Freunde, um ein höheres Charisma-Level zu erreichen. Okay, wir haben ganz viele Geschenke. Ach, apropos, ich habe alle Freundschaftsanfragen, die ihr mir geschickt habt, angenommen. Nett von mir, ne? Ich weiß. Okay. Du bist arbeiten. Nein, das wollen wir gar nicht sehen. Du kannst ruhig mal hart arbeiten, Mann. Überzeugend verkaufen, so. Und du bist immer noch bei deiner Oma. Ist inzwischen noch jemand nach Hause gekommen? Ja! Hello, wer ist alles hier? Jason? David? Davis? Wer bist du? Okay, und Alan ist da und Jason ist... Hey! Oh. Okay, dann kannst du gleich auch mal deinen Opa kennenlernen. Oh, er muss Pipi ganz dringend und er muss essen. Mann, Oma, du versorgst deinen Sohn aber nicht so gut. Ach, deinen Enkel nicht so gut, ne? Es reicht, ihr habt genug Fang gespielt. Wie lange haben die jetzt Fang gespielt? Ach, nee. Haben die ja gar nicht. Oh, habt ihr gesehen, die haben gleichzeitig gemacht, dass die Hunger haben. Okay, jetzt gehen wir erstmal kurz pinkeln. Willst du Haley jetzt anmachen? Hey, hör auf. Hör auf. Haley wird nicht angemacht. Hey, komm ihm nicht so nah. Nein. They say oh, Rose ist auch da. Hello. Oh, Rose, gib mir jetzt direkt auch mal Makeover, weil sie sieht auch grauenvoll aus. Sorry, dass es so viele Makeover in diesem Part gibt, aber ich glaube, es ist mal bitter nötig. Oh, shit, ey, mein Mückenstich, der juckt. Und ich glaube, ich nehme schon wieder richtig lange auf. Aber egal. Die Frisur ist grauenvoll, Rose. Was soll denn das? Kannst du bitte mal was Schönes tragen? Oh, sowas hier. Ja, das ist schön. Das sieht gut aus. Ja, das darfst du behalten. Dein Oberteil finde ich gut. Dann kriegst du einfach noch eine andere Hose und dann ist das Ganze geritzt. Kriegst du hier so eine Glitzerhose. Oh, wie schön. Das sieht doch toll aus. Die Schuhe kriegen einfach noch eine andere Farbe. Oder ein anderes Muster. Sowas. Nein. Definitely not. No. Oh, vielleicht sowas? Nein. Mit so... Oh ja. Oh ja, das sieht süß aus. Dann werden die... Der Streifen wird weiß. Oh, das sieht richtig niedlich aus. Okay, jetzt hast du neue Schuhe. Das ist doch schon mal top. Deine Abendkleidung, wie sieht die aus? Oh shit, der Mückenstich juckt so. Okay, ist nicht wirklich Abendkleidung, Rose. Da hast du irgendwas falsch gemacht. Hier kriegst du was Neues. Und zwar kriegst du hier so ein türkises. Oh, das ist so hübsch. Wow. Okay, aber andere Schuhe. Und zwar hier so Schläppchen. Wenn weiß. Oder was das auch immer sein soll. Okay, der Rest ist mir wurscht. Outdoor-Kleidung noch. Ach, wie süß. Das sieht richtig süß aus. Aber die Hose machen wir in einer anderen Farbe. In weiß. Ach, die sieht aus wie ein Elf. Süß. Okay, der Rest kann so bleiben. Sehr gut, jetzt siehst du schon ein bisschen besser aus, Rose. Nein, du siehst wunderschön aus. Und Elias kann jetzt... Ach, Timmy kann jetzt direkt mal eine Runde mit ihr chillen. Weil die sind ja im gleichen Alter. Dann können die so zusammen immer zur Schule gehen und so. Sehr schön. Elias. Ach nee, er geht jetzt erstmal zu seinem Opa und begrüßt ihn erstmal, nachdem er gepinkelt hat. Mann, wir haben jetzt 16 Uhr. Wieso ist es so dunkel? Kann es bitte heller sein? Lalala, wo ist der denn? Ah, da. Hey, ja, okay, dann geh erst Rose begrüßen. Geh Rose begrüßen. Hello! Stopp. Ich möchte ein Foto von euch beiden. Oh, nein. Geh runter. 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 Danke. Oh, süß. Warte. Lustige Geschichte erzählen. Nein, geht's ruhig zu ihr rein. Es ist zu kalt hier draußen. Oh, Cosmo hat 80 Simoleons. Erstanden, sehr gut. Rose, was machst du? Oh. Zoe, du kannst jetzt auch... Ach nee, du redest noch mit Elias. Dann red ruhig, mach ruhig weiter. Red ruhig weiter mit Elias. Oh, Alfonso ist auch da, hello. Und er hat immer noch seine Abschlussrobe an. Sehr gut. Okay, ja, redet ihr einfach mal weiter. Ihr macht euer Ding schon. Ich manage das Ganze mal hier, weil ich möchte, dass Elias mal... Ach, Timmy mal die ganze Familie kennenlernt. Sorry, dass ich die ganze Zeit Elias zu Timmy sage. Tut mir wirklich sehr leid. Ich würde gerne wissen, wer dieser Davis hier ist. Jason. Davis.
Ach, Rose war auf Toilette. Sorry, Rose. Ich wollte dich wirklich nicht bei intimen Dingen stören. Schneid eine Grimasse mit ihr. Zoe benimmt sich schlecht. Wenn sie so weitermacht, muss ich sie bitten zu gehen. Was macht Zoe? Hä? Oh! Hey! Hey! Nein! Nein, ganz bestimmt nicht. Warum willst du mich schlagen? Spinnst du? Streite dich mit ihm. So nicht, du Sack. Du bist ein Sack, wir gehen. Wir gehen. Tschüss. Ivy, erzieh dein Kind. Wir gehen zu unserer restlichen Familie. Warum kann ich nicht zu ihr? Sind zu viele Leute im Haus. Geh hier hin. Hier hingehen. Danke. Tschüss. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Macht ruhig weiter, ihr zwei. Ihr seid so süß. Ihr müsst allerbeste Freunde fürs Leben werden. Ja, lernt euch mal ein bisschen kennen, plaudert ein bisschen und dann... Ich weiß nicht, dann könnt ihr einen Schneemann bauen, wenn ihr wollt. Ist Zoe schon da? Nein, noch nicht. Cosmo ist zu Hause, ne? Auch gut. Oh, ich muss gleich mal den Part beenden, glaube ich. Ups. Oh, wer war denn hier ein Schneemann? Ach, Jason. Wo Jack ist, frage ich mich trotzdem. Ich meine, Jason ist hier. Aber wo ist Jack? Not available. Vielleicht resette ich den gleich mal. Hast du auch Hunger, Zoe? Nein, hast du nicht. Okay, dann rede hier mal ein bisschen mit Jason, weil ihn kennst du, glaube ich, auch noch nicht so gut. Nee, fast gar nicht. Mit Elissa muss sie sich auch noch besser anfreunden. Mann, 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 diese Familie. Okay, dann zeige ich ihm auch mal ein lustiges Video. Beschämung ausdrücken. Oh ja. Gute Arbeit, gute Arbeit. Dann kannst du ihn kennenlernen. Und plaudere ein bisschen mit ihm und spiel Stein, Schere, Papier mit ihm und tratsch ein bisschen mit ihm. Okay, Balu, hör auf zu bellen. Die zwei hier... Oh mein Gott, ja stimmt, das ist die Tante von ihm. Wie witzig ist das bitte? Ich habe gerade gedacht, hä, warum steht denn da Tante? Okay, Timmy, das ist nicht warm genug. Naja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich kann doch eh nichts dagegen tun. Okay, ich könnte ihm ein Makeover geben, aber... Will ich das? Nein. Rose, wo bist du denn jetzt? Ach, da. Oh, die bauen jetzt zusammen einen Schneemann. Rose, hilf! 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 Hilf mir! Ach, tut sie. Oh... Die nächste Generation. Ach, ihr Babys. Mit Rose haben wir noch viel zu wenig gemacht, finde ich. Oh. Sie sieht wirklich aus wie eine kleine Elfe, finde ich. Ja, wo muss noch was hin? Wo muss noch was hin? Oh, der Kopf. Ja, der Kopf. Der Kopf. Rose, so nicht. Hörst du bitte auf das, was ich dir sage? Aha, ja, okay. Cosmo spielt gerade Klavier und Timmy hat herausgefunden, wie man einen klassischen Schneemann baut. Timmy, drinnen steht was zu essen für den Notfall, falls man gerade verhungert oder so. Da kann man auch sich was zu essen nehmen. Hier, nimm dir einen Teller. Es sei denn, es ist vergammelt, aber ist es nicht. Sehr gut. Zoe ist auch noch hier. Wo ist Jason denn jetzt hin? Ach, er ist... Ach, wie süß. Ja, aber ihr sollt auch noch weiter hier reden, damit ihr noch ein bisschen besser befreundet seid. Aber es wird ja schon besser, ne? Es ist schon mal ein guter Bekannter. Dein Vater ist ein Bekannter, sehr gut. Deine, wie hieß es, Schwägerin, Sohn. Ach, Mann, Mann, Mann. Das ist dein Neffe. Diese Familie ist so groß. Wir haben überhaupt gar keinen Überblick. Okay, dann, nee, Zoe, geh mal schnell jetzt nach Hause. Hör auf mit Jason zu tratschen. Denn ich werde sie jetzt noch mit Cosmo ein bisschen intim werden lassen, damit die noch ein zweites Kind kriegen. Obwohl eigentlich... Will ich, dass die noch ein Kind kriegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall lasse ich Cosmo jetzt ihr mal einen Heiratsantrag machen, weil... die zwei müssen auch mal heiraten, oder? Nee, das machen wir auch noch nicht. Ich meine, Zoe will den perfekt haben. Sie will es filmreif haben. Aber was sie immer noch nicht hat, ist ein Job.
Geh dir jetzt einen Job besorgen sofort. Was lassen wir sie jetzt machen? Arzt? Wissenschaft? Wissenschaft. Dafür braucht sie doch bestimmt Logik, oder? Okay, Wissenschaftskarriere starten. Ich meine, sie hat doch auch einen Abschluss in Wissenschaft, oder? Ja, gut, dann können wir jetzt auch da den Job uns besorgen. Okay, aber das macht sie jetzt mal ganz alleine, ohne dass wir dabei sind. Ich beende den Part jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und ich hoffe sehr, dass es euch gefällt, dass ich jetzt auch mal so ein bisschen durchwechsel. Im nächsten Part werde ich mal schauen, ob ich dann nochmal kurz zu Ryan und Alyssa zurückgehe oder dann auch mal zu Ivy, weil da haben wir noch gar nicht gespielt und mit Hayley werden wir auf jeden Fall auch mal spielen, beziehungsweise mit der ganzen restlichen Familie. Und dann werden wir Jack auch ausziehen lassen, weil Jack ist ja jetzt auch erwachsen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao!